Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Part 120 zu Zelda Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch. Wir sind ja im letzten Part hier angekommen an der Ecke bei der Osthöhle der Ultraschlucht. Da werden wir, glaube ich, erstmal durchrennen, würde ich sagen. Hier ist ja die Ultraschlucht. Ich weiß ja, ob wir die direkt in diesem Part erkunden. Aber wir haben ja hier den Schrein im letzten Part gehabt und mir ist nochmal eingefallen, unten im Untergrund müsste ja an der Stelle normalerweise eine Wurzel sein. Wir wollten ja im letzten Part hierhin, also zu dieser Markierung, haben hier oben, also den Abgrund im letzten Part da freigemacht und entdeckt, da ja, ging es ja irgendwie nicht weiter und so. Also ich würde sagen, erstmal gehen wir durch die Höhle und schauen mal, wo wir rauskommen. Und dann, wie gesagt, müsste man schauen, dass man irgendwie in den Untergrund dort jetzt zu der Markierung hingeht. Müssen wir mal schauen. Also erstmal die neue Osthöhle der Ultraschlucht haben wir hier. Bin gespannt, wo sie hinführt. Plus hier unser erster Gegner. Moment. Erstmal Waffe ausrüsten, Master Schwert. Und dann schauen, dass ich da irgendwie rankomme. Klar. Schluckt mich das Vieh direkt, oder wie? Sehr cool. Okay, mal schauen. Ich könnte das ja auch mit der Donnerblume draufhauen. Komm, raubschlagen. Na komm. Hä? Irgendwie möchte er gerade nicht, oder? Mit Donnerblume ist eigentlich gefährlich, ne? Ich kann natürlich auch hier mit draufhauen. Machen wir hier mit. Na komm, schluck mich. Und jetzt somit einmal draufhauen. Das sind auch widerliche Viecher immer, ne? Immerhin eine Truhe. Mit einem Bärenstein, okay. Und natürlich Raubschleim, Stein und so. Alles, wo führt die Höhle hier ganz hin? Ja, schauen wir mal. Krass. Wir haben hier sogar einen Hinox. Toll, ich habe natürlich keine Pfeile, ne? Blauer Hinox ist das. Okay. Hätte ich irgendwelche Waffen zum Schmeißen? Machen wir den mit? Ich würde sagen, yes, oder? Ich kann es natürlich versuchen, aber meine Energie ist oben nicht so gut. Aha, Pfeile habe ich auch keine mehr. Ich würde sagen, wir versuchen ihn. Direkt Action zum Anfang des Parts hier. Ja, wie soll ich an seinem Auge rankommen? Also ohne Pfeile, ich könnte doch schauen, dass ich irgendwie schmeiße. Also ich schmeiße ein paar Sachen hoch. Okay, man könnte ihn natürlich auch so hauen, ne? Aber wenn er jetzt zuhaut, ist das sehr gefährlich. Und Hälfte Hammer. Klar, der hat unten sogar so einen Beinschutz an der einen Seite. Muss auch mal schauen, dass er mich nicht so kriegt. Und die anderen hauen schön fleißig mit drauf. Krass. Master Schwert zerbrochen. Und yes, wir haben ihn sogar. Easy. Obwohl ich keine Pfeile hatte. Mega easy. Somit immerhin. Oh, hier sogar neue Röstforelle. Hatten wir auch noch nie. Ja, Hinox Herz, Zahn. Noch ein paar Barschen zu, ne? Können wir sogar füttern. Haben wir wenigstens ein bisschen Energie wieder. Okay, mal schauen. Zumindest haben wir ihn. Da oben geht es auch noch rum. Und sogar hinten durch noch irgendwie, okay. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich dort unten hin. Dann müsste man sich von oben porten. Also wir können da ganz kurz auch schauen, erstmal hier hoch. Das sieht auf den ersten Blick. Oh, sehr geil. Mega interessant aus, wollte ich gerade sagen. Dann ist hier wieder eine Million. Mit einem weiteren Majoi-Signum. Da war sogar so ein kleiner Ruby hießen die, glaube ich, ne? Ist aber irgendwo in die Richtung gerannt. Okay.
Okay, hier auch sehr viel Erze. Eigentlich immer gut, sogar mit Diamanten. Ausdauerkram, okay, da waren wir eben. Ich würde sagen, schauen wir noch ein bisschen weiter rein. Okay, hier sind wir Horrorblinden. Hier mit drin. Ah, hier oben ist auch schon der Ausgang. Okay. Ich würde sagen, die lasse ich jetzt erst. Ich muss jetzt nicht jeden Gegner bekämpfen, oder? Ah, das wäre schon der Ausgang hier an der Schlucht. Und die könnte man irgendwann ein andermal natürlich erkunden. Zumindest sind wir einmal durch die Höhle durch, haben den Hinox. Also ich würde sagen, wir porten uns einmal hier oben irgendwo gleich hoch. Moment. Wo wäre ich hier? Hier wäre ein Abgrund, ne? Ostakala, genau. Dort am besten runter oder von der Wurzel dort. Und dann, ja, unten einmal runter. Also hier wäre eine Wurzel und dort. Vielleicht kriegen wir hier den Schatz oder was auch immer das sein soll. Eventuell ja doch noch. Das heißt, ja, die Schlucht, würde ich sagen, erkunden wir ein andermal. Zumindest die Höhle haben wir. Also die Osthöhle der Ultraschlucht war das, ne? Also bei dem Schrein, den wir im letzten Part am Ende hatten, dort unten die Wurzel, müsste eigentlich dann rechts das Gebiet auch aufdecken, unter den Inseln, unter denen wir waren, unter Darby. Das ist aber ganz schön weiter Weg, ne? Aber schauen wir mal. Ich will unbedingt zu der Markierung dorthin. Immer noch. Eigentlich schon seit dem letzten Part. Ja, aber wie wir gesehen haben, waren wir oben. Also auf Darby und so unterwegs und... Es gab keinen Eingang unter Darby unten. Außer diesen Abgrund oben bei der Insel, wo wir waren. Also hier oben, ne? Da waren wir. Das war Tingela, genau, der Abgrund. Nein, hier gab es ja keinen Eingang. Da bin ich sogar gestorben einmal. Und hier, wie gesagt, bin gespannt. Moment, wo renne ich hin? Ich renne total falsch, wir müssen links rum, ne? Ah, Richtung Blau. Also unten rechts auf der Karte, wie man unten gerade sieht. Leuchtsam haben wir auf jeden Fall noch ein paar mit. Sonst müsste man mit Minero-Konstrukt hier rumrennen. Hier sind noch ein paar Erze. Sonanium ist immer gut. Okay, das sieht da hinten auch eigentlich sehr interessant aus. Ach, hier. Wäre das. Da bin ich auch noch nie gewesen. Ich denke mal, das kann das sein, dass da ein weiterer Boss hier im Untergrund ist. Könnte man irgendwann natürlich mal hin. Gut, erstmal leuchtsam. Und dann rüber, würde ich sagen. Dann ja, erstmal die blaue Markierung. Da müsste ja eine Wurzel sein. Und unten bei einem anderen Schrein. Hier ist aber eine Wand. Achso, wegen dem See hier. Okay, das heißt außenrum. Ein paar schöne Erdlichter sind auch wieder hier. Könnte man natürlich mitnehmen. Ah, und hier wieder jemand mit einer Waffe. Soldaten zwei Hinder. Ich muss mal kurz schauen. Wir haben mal hier Fackel, würde ich erstmal aufheben. Die können eigentlich weg hier, ne? Auch hier diese Knochendinger. Auch ich mal weg. Und dann schauen wir mal in die Richtung. Zumindest habe ich noch ein paar wenige Leuchten. Krass, das ist wirklich ein sehr weiter Weg.
Übrigens mein Herz, die Waffe hier, die leuchtet zum Pushen. Ah, man sieht auch da hinten. Da ist die eine Botze. Und das da wäre die andere. Okay. Da hinten ganz müssen wir hin. Oh, das sieht auch sehr. Achso, ich wollte gerade sagen, das sieht sehr interessant aus. Das ist ein Feuerfledermaus, okay. Ich finde auch der Rasen hier im Untergrund, der sieht da so leicht pink, lila aus, kann man sagen. Der sieht auch mega cool aus hier. Allgemein, der Untergrund war für mich zumindest und Tears of the Kingdom eigentlich das geilste. Die geilste Neuerung. Auch die Höhlen und so. Ja, was war das da? Da ist auch noch. Das wäre hier, glaube ich, weiter noch. Ich hätte oben. Also das habe ich, glaube ich, hier. Ja, krass. Was wir alles noch gar nicht kennen. Ja, ich würde sagen, direkt zu der anderen Wurzel weiter. Mal schauen. Diese nervigen Ledermäuse, ne? Und ich sehe gerade, Rosaria ist mit dabei, schreibt, hi, schön, dass du reinschaust, sehr cool, wie geht's dir? Wir sind gerade, ja, so ein bisschen unterwegs im Untergrund Richtung dem Schrein zu der einen Wurzel. Erstmal aktivieren wir die hier gleich da vorne, weil ich möchte unbedingt zu diesem, zu dieser Markierung, eigentlich schon seit dem letzten Part. Und ja, mal schauen, ob wir irgendwie unter Darby, also unter dieser eine Insel, irgendwie runterkommen. Gut, hier haben wir zumindest schon mal die erste Wurzel. Die Akav. Ikaza-Wurzel heißt hier irgendwie. Ja, direkt aktivieren. Und somit sehen wir auch in dem Bereich jetzt ein bisschen mehr. Ah, krass. Und rechts, da sieht man auch die Insel, wo wir im letzten Part da unten drin waren. Die Wurzel ist nichts vertreibt, das dunkel erleuchtete Umgebung. Übrigens hier oben auf der Karte, was ich gerade sehe, muss ich gleich mal schauen. Das hier sieht ja auch mega interessant aus. Ist das eine neue Mine? Das scheint eine neue Mine zu sein, wo wir auch gar nicht waren. Frage ist, renne ich den Weg zurück oder porte ich mich dann nachher hin? Ja, wir können uns dann nachher hier wieder hinporten und dann da nochmal hinrennen. Wenn wir das auch schaffen, das scheint eine neue Mine zu sein, die wir nicht kennen. Sieht mega interessant aus. Aber ich möchte erstmal hier hin. Ja, aber hier sieht man das Kreuz, wo ich im letzten Part schon hin wollte. Gut, schauen wir mal. Ja, wie geht's dir, Augen? Schön, dass du reinschaust. Gut, der Weg dahin, wie gesagt, ist ganz schön weit. Aber mal schauen. Was, das ist die Wurzel, ne? Die ist schon mal da oben. Gut, leuchtsam. Na, 8 Stück haben wir noch. Okay, krass. Ich würde sagen, lieber oben hoch, weil die scheint da oben zu sein. Irgendwo oben rum. War krass, was wir alles noch gar nicht kennen. Damals ab Part 120 und es ist gewaltig, das Game, muss man dazu sagen. Ne? Es ist echt extrem riesig. Wenn man wirklich alles sehen möchte, alles erkunden möchte, alle Quests machen möchte. Ich glaube, dann ist man irgendwo nachher bei 300 Parts oder so. Warum seit gestern geht mir überhaupt nicht gut? Aha. Das hört sich nicht gut an. Dann wünsche ich natürlich eine gute Besserung.
Wurzel ist guten. Wenn du erzählen magst, darfst du natürlich gerne erzählen. Gut, 6 Leuchtsam haben wir noch. Die Wurzel ist da, ne? Das einmal rüber. Toll, man rutscht hier teilweise runter. Nicht gut. Okay. Keine Ausdauer mehr, kurz baden. Dann schauen wir mal, schmeißen wir den nächsten. Na, ist ganz schön krasser Berg. Anscheinend. Zumindest sehe ich durch die Waffe so ein Buschen. Wie weit geht das hier denn hoch? Gut, noch haben wir ein bisschen Ausdauer. Schauen wir mal. Und da oben ist dann die Wurzel. Ich glaube, na, schaffen wir glaube ich nicht. Ne, leider nicht. Super. Kann man hier irgendwo stehen? Ja, wie wir sehen, ist das ganz schön weit nach oben. Nein! Und leider sogar gestorben ist dadurch. Okay. Dann schauen wir mal, wo er da gespeichert. Okay, dort an der Ecke. Also es scheint ganz schön weit dort oben hoch zu gehen. Ich muss ja Richtung Wurzel. Das heißt, den Berg immer schön ein bisschen hoch. Och nö. Hier sind wir ganz. Toll. Oder man klettert hier schon hoch da vorne. Ah, die Ecke, würde ich sagen, sieht nicht so rutschig aus, ne? Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob man von dort, wenn wir dann dort mehr sehen, ob wir dann unten unter die Insel von Davi kommen. Weil, ja, die Markierung sieht sehr interessant aus. Ich denke mal schon, dass da irgendwas sehr Interessantes ist. Vielleicht sogar ein neuer Bauplan für die Bauthematik und so. Ich würde sagen, hier hoch. Sehr viel Miasma hier noch. Oder würde ich sagen, schauen wir mal, 8 Leuchtsamen haben wir. Achso, es geht hier sogar noch weiter hoch, okay. Ein paar Erze werden hier noch. Ich muss sagen, die Band hier ist sehr komisch. Aber da drüben ist die Wurzel, okay.
Gut, hier könnte man stehen, dann schauen wir mal. Okay, sehr, sehr komische Wand, oder? Ich schwebe jetzt einfach so rüber. Das ist halt dann hoffe ich doch. Na, hier ist auch, ich sehe gerade. Nice. Er hat sogar einen Sora Großschwert. Mit Angriffskraft plus 6. Okay, ja. So, immerhin. Also wir sind oben angekommen. Und können somit endlich auch die Wurzel aktivieren. Hisi-Natak-Wurzel. Gut, somit einmal aktivieren. Und mal schauen, ich bin sehr gespannt. Ja, jetzt sehen wir zumindest den Bereich. Wie man sieht, man kommt doch von oben nach unten anscheinend. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Also rechts wäre kein Eingang. Das ist schon mal gut zu wissen auf jeden Fall. Somit könnte man schauen, ja, hier ist ja das, die Markierung, wo ich ja hin möchte. Seit dem letzten Part oben im Abgrund waren wir ja schon. Und das heißt, wir müssen dort rein. Hier ist doch irgendwie ein Durchgang, der dann hier unten so anscheinend durchführt. Ah. Okay, die Markierung kann weg. Das könnte man demnächst natürlich schauen. Sieht auch sehr interessant aus dort. Aber dann können wir wieder hoch zum Haus, rechts zum Abgrund rüber. Und dann direkt zum Schatz hin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben ja eigentlich alles abgesucht dort. Also im Abgrund oben. Wenn es unter Tingela hieß, die Insel, ne? Das müsste also irgendwie ein versteckter. Na, ein versteckter Weg sein dann. Na, unser Haus hier, wie gesagt, das müssen wir auch irgendwann mal weiterbauen. Da haben wir unseren Buschen gebaut. Das ist auch schon lange her. Irgendwann mal weiterbauen. Dieser hätte ich nicht gedacht, dass es doch von dem Abgrund darüber geht. Unten runter. Nach Dabi. Ja, hier wie gesagt sind beim letzten Part da überall rumgerannt. Hier oben drauf und so. Mega krass, wie riesig das eigentlich alles ist. Also irgendwo unten an der Ecke dann. Ah, somit einmal rein. Leuchtsam haben wir jetzt nicht mehr ganz so viele da. Na toll. Und die Leuchtsamen aus dem letzten Part, wo wir hier unten waren, sind die noch da? Ja. Also wir sehen zumindest noch was. Und stimmt, da haben wir die Wurzel aufgedeckt. Immer deswegen sehen wir auch ein bisschen mehr. Und hier vorne an der Ecke soll das irgendwo durchgehen oder wie? Ach, hier sieht man schon, sind Felsen, die man sprengen kann. Okay, da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen, wenn man die Karte nicht sieht. Und dann Donnerblume drauf. Ja, oder mit Yunobo, ey, krass. Drei Hammer. Okay, ganz schön krasse Band. Ja, aber somit kommen wir endlich durch. Okay. Oh, ich bin schon mega gespannt, was uns dort erwartet.
Gut, somit das erste Mal hier unten. Denk mal, hier ist nichts Besonderes, auch hier nicht. Ja, hier dann auch wieder warten. Toll. Jetzt könnte ich höchstens mit dem Nobo draufhauen oder mit Steinschwert nur. Gut, wir haben ein paar Steine hier. Zumindest an der Waffe. Jetzt sagen wir, dann hacken wir uns hier ein bisschen durch. Immerhin ein Opal gefunden. Okay, zerbricht gleich. Moment, wo ist unser Konstrukt? Ja. Toll. Müsste ich erst irgendwie irgendwas dranhängen. Haben wir Steine? Hier liegen jetzt keine Steine rum. Doch, hier sehe ich gerade. Also verbinden ging aber nicht auf X, genau. Ja, hier Felsbrocken, einmal linke Hand. Ja, dann sind wir im Konstrukt, das geht natürlich auch. Klar, das dauert ewig. Oder ich mach das doch mit Link. Also mit normalen Waffen geht er auch. Ich würde sagen, würde schneller gehen, glaube ich, oder? Da kommt man sich fast so vor, als wenn man Minecraft spielen und unten in den Minen also Steine abbauen kann. Gut, aber wir sind durch. Wie gesagt, ich bin mega gespannt, was uns dort erwartet, was wir dort für einen Schatz finden. Und Düsterbürmchen haben wir hier auch. Ach, hier ist jetzt so eine blaue Wand. Klar. Mit normalen Steinen kann man da glaube ich nicht durch, oder? Kann das sein? Iberok Bohrer mal schauen. Ja, sind da blaue Wände. Naja, muss man nur ein bisschen öfters draufhacken. Wollte schon sagen, wäre jetzt ja krass gewesen, wenn wir jetzt den Weg umsonst hierher gelaufen wären. Nur einmal durchpicken. Sollte klappen irgendwie. Keule müsste auch gehen, oder? Schauen wir mal. Na, wo sind auch sonst liegen da gleich noch hier auf dem Schrein, oder? Das ist aber eine krasse Waffe.
Okay, somit mal schauen. Jetzt müsste ich erst wieder per Synthese. Ich habe mal ein paar Waffen auch. Mal irgendwo einen Stein dran hauen. Ich sehe gerade, wir haben hier keinen Stein. Ich meine, Junovo. Einmal mit reinnehmen. Klar. Er verschwindet, sobald ich ihn hier mit reinnehme, oder wie? Dann eben so drauf. Müsst ihr immer warten. Okay, super. Wir haben ja leider keine Steine, die ich jetzt irgendwie an die Waffe hängen könnte. Doch hier jetzt. Okay. So mit 30 weiterhauen. Okay, wir sind durch. Mega cool, dann schauen wir mal. Na, da unten ist die Truhe. Das ist dann der Schatz, okay. Dann würde ich sagen, direkt runter. Ich glaube, mehr wäre hier oben nicht mehr. Da oben kann man zwar rumlaufen. Aber das wäre dann der Schatz. Och nö. Wir haben hier diese Hände. Lieber erstmal Schatz einsacken. Die Windmütze haben wir dann hier. Mega cool. Der Held, der einst das große weite Meer bereiste, soll sie getragen haben. Ihr Zipfel wird sachte vom Wind hin und her gebiegt. Oh, sehr cool. Das ist die, ja, die wunderschöne grüne Mütze, die man ja vom normalen Link kennt aus den anderen Teilen. Also wenn ich die mal kurz aufsetze, mega cool. Muss ich dazu sagen, dass wir die gefunden haben. Da könnte man, glaube ich, auch, glaube ich, das ganze Gewand irgendwann holen. Also Beine und ich denke mal auch hier, also Gewand müsste es auch von ihm geben, ne? Aber ich setze erstmal Krogmaske wieder auf. Das ist natürlich schon mal sehr cool. Mega cooler Schatz. Nur hier die Hände. Die sind wieder gefährlich, ey. Können mich natürlich auch wegporten. Oh, Moment. Wäre hier oben noch irgendwas Interessantes? Glaube, ich schaue da nochmal schnell hoch. Nur die Hände, die lasse ich lieber in Ruhe. Also Ganondorf-Hände hier. Ja, kennt man auch aus dem Dekobaum, ne? Den wir auch hinter uns haben. Ja, und hier ist, glaube ich, nichts Besonderes, oder? Aber ich kletter trotzdem noch mal schnell hoch. Ach, was haben wir hier? Hä, wo ist das denn gewesen? Ist das hier oben drauf? Die Hände, wurden die gerade zerstört? Wo war das denn gerade? Das müsste auch hier sein, oder? Toll, da hat er die Tür geöffnet, das Siegel ist weg irgendwie. Und wo war das Gebäude? Da unten ist auch nur die Truhe zu sehen. Ach, die wurden tatsächlich von unseren Begleitern, glaube ich, zerstört. Ja. Es geht auch ganz schön weit hoch. Frage ist, wo ist das Gebäude, was wir gerade gesehen haben? Das müsste entweder hier mit, das muss ja hier im Raum mit sein, weil die Hände unten wurden zerstört. Da drüben sehe ich gerade. Von da sind wir aber rausgekommen, ne? Ja, das ist ja der Gang, glaube ich. Okay. Das kann ja nur hier sein an der Ecke. Vielleicht weiter hoch. Oder sehe ich hier gerade irgendwas? Das sind ja eigentlich nur Bäume hier, oder?
Gut, ich schaue noch mal kurz runter. Eigentlich müsste das Gebäude hier irgendwo in der Nähe sein. Okay, und dieses Siegel hat sich jetzt geöffnet, weil die Hände wurden von unseren Begleitern hier, wie man sieht, zerstört. Somit haben wir auch zwei Fensterklumpen. Aber wo ist das Gebäude hier? Oder war das im Vorraum, also unten bei der Insel? Gut, jetzt haben wir die Windmütze und keine Ahnung, wo das Gebäude ist. Aber da ich das jetzt gesehen habe, möchte ich das natürlich haben. Da kann da nur ein Jägerbauplan oder so drin sein. Hier ein paar Donnerblumen. Nehmen wir mal mit. Hä, wo ist das Gebäude? Oh, nützt nichts. Ich würde sagen, ich kletter aber ganz nach oben. Oder war das doch auf der anderen Insel im Vor? Also vorher. Hab ich da irgendwie in meinem Deckenspruch? Toll. Müsste ich gleich schauen. Oder wir nehmen so einen Ballon und versuchen mit dem Ballon mal da hoch zu fliegen. Ich weiß, ob da oben noch irgendwas ist. So an den Wänden hoch geht, glaube ich, nicht so easy. Hier würde klappen. Okay, dann schauen wir mal. Aber das sind ja nur normale Bäumchen hier. In der Nähe von den Bäumchen sind da meist diese Jägerverstecke, was wir eben gesehen haben, das Siegel, was gebrochen wurde. Also eigentlich müsste das irgendwo hier sein. Oder auf der anderen Insel, wo wir eben durch sind. Und zumindest kommen wir mit dem Deckensprung hier hoch. Voll. Aber hier oben, wie man sieht, ist er eigentlich erlebt. Ja, da oben, ich denke nicht, dass das Gebäude ist, dass man da hochklettert, oder? Ja, wie man sieht, hier ist gar nichts. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal bei der anderen Insel. Müssen wir hier wieder durch, ne? Sehr mysteriös. Die Hände wurden zerstört und dadurch hat sich irgendwo die Tür geöffnet. Gut, hier sind wir eben nur schnell durch. Könnte natürlich sein, dass hier irgendwo hier in der Mitte entweder oder hier oder halt hier bei der Insel hier an der Ecke oder dort. Na, nützt nichts. Schauen wir mal. Einmal alles gründlich untersuchen. Ich habe kein Gebäude gesehen. Kann ja gar nicht sein, eigentlich. Hier oben auch nicht.
Ja, das höchste Wurfschwäche. Wo war das Gebäude, was sie gezeigt haben, ey? Also hier ist auch nichts, man sieht auch in der Mitte nicht, außenrum. Gut, dann wieder erstmal noch weiter zurück. Oder war das doch weiter hinten, also zum Anfang? Gut, zumindest haben wir die wunderschöne Windmütze, mega cool. Und wie gesagt, ich denke mal, dass es davon auch irgendwie ein Gewand gibt und Beinschutz. Müssen wir irgendwann schauen. Wäre schon cool, wenn ich das irgendwann komplett hätte, das Set. Und dann, ja, wenn wir die großen Feen haben, dass wir das dann irgendwann sogar komplett aufrüsten. Und dann, ja, mit der wunderschönen grünen Kleidung hier rumrennen, wäre schon ganz cool. Die Windmütze ist schon mal geil, dass es die hier gibt. Hätte ich nicht gedacht. Hier würde ich sagen, lieber langsam hoch, sonst haben wir gleich keine Ausdauer mehr, ne? Ich wollte gerade sagen, was das. Ja, die Viecher, ey. Das sind auch widerliche Viecher hier, ne? Immerhin leuchtet es und so. Ja. Gut, hier wie man sieht, ist auch nicht so kein Jägergebäude. Hä, wo soll das sein? Die haben die Tür gezeigt, aber wo soll dieses Gebäude stehen? Gut, nützt nichts. Schauen wir nochmal dazu. Keine Ahnung, ob wir das überhaupt noch finden. Aber das müsste eigentlich in der Nähe sein, weil sonst wäre ja die Tür nicht aufgegangen. Oder haben wir hier noch? Genau. Da sind wir eben auch nur gerade durch. Ich würde sagen, hier rechts rüber, links rüber. Kann auch sein, dass es da wäre. Und hier sind wir im letzten Part da durchgerannt. Aber auch kein Gebäude. Gut, schauen wir erstmal hier. Gut, hier in der Ecke schon mal nicht. Hier ist nur so ein Loch. Und ich sehe gerade, das könnte sein, dass es hier ist sogar. Ja, schauen wir gleich mal. Hier ist da so ein Baum. Okay. Ja, es geht aber ganz schön weit hoch, ne? Wie komme ich da am schnellsten hoch? Ich würde sagen, man könnte natürlich auch schauen, dass man mit der Bautomatik mal kurz schaut. Ich weiß aber, ob wir genügend Sonanium haben. Also ich könnte das Ding hier bauen, den Ballon. Und fällt natürlich um. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen Holz dran machen und dann mal schauen, dann irgendwie hoch. Kippen die meinen Ballon schon wieder runter. Auch sehr cool. Gerade hingestellt, ordentlich vernünftig, dann kommen hier die Skelette. Nerven rum und kippen meinen Ballon wieder um. Auch sehr cool. Die Materialien würde ich sagen, noch schnell mitnehmen. Ja, hier eigentlich nur ein bisschen Holz drauf. Und dann könnte man schauen. Holz müssen wir eigentlich ohne Ende haben. Oh. Das ist einmal draufpacken mit Feuerstein, ne? Klar. Ich würde sagen, noch mehr Holz. Oh ne, Feuerstein ist super.
Einfach alle drauf, so wie ich das letztens gemacht habe, in einem Part einfach alles draufhauen, anzünden und hochladen. Okay. Wo war die Seite hinter mir? Ah, da ist die Ecke, ne? Weil da oben, unten rechts an der Karte sieht man was links oben. Mal schauen, was da ist. Na gut, die Windmütze haben wir. Aber wie gesagt, irgendwo muss ja das Gebäude sein, weil wir haben gesehen, dass sich hier irgendwo eine Tür geöffnet hat. Ja klar, da ist natürlich nichts, oder wie? Außer er hier. Er muss sich das irgendwie verstehen. Wo soll denn das Gebäude sein, das Jägergebäude? Also in dem Raum, in dem wir wo wir die Windmütze gefunden haben, ging es auch so hoch, aber ich hätte jetzt gedacht, da wo der Typ mit dem Schwert steht da unten. Weil da ist er nichts. Ja, ganz oben, man kann dann ganz kurz mal schauen, wo das, wie weit man hochkommt, aber wie man ganz oben schon sieht, ist er schwarz und das ist auch schon die Decke da noch. Okay, es hat sich eine Tür geöffnet, aber ich finde das Versteck nicht. Keine Ahnung. Der Ballon geht auch gleich kaputt. Okay. Weil hier oben, ich denke nicht, dass sie hier irgendwie ganz hier oben irgendwo in den Ecken noch irgendwie so ein Gebäude verbaut haben. Das wäre es ja. Aber hier geht es ja auch irgendwie drauf. Ja, das war ja die Plattform, ne, wo ich gerade den Typen gesehen habe. Und hier waren wir im letzten Part, da wäre eigentlich auch nichts. Okay. Also hier oben ist auf jeden Fall zu 100% nichts, wenn man sieht. Ballon ist eh kaputt. Da würde ich sagen, nehme ich zumindest das Schwert hier einmal mit. Was auch immer das ist. Mal immerhin Reiseschwert, sogar das erste Mal irgendwie mit Haltbarkeit hoch. Reiseschwert Sternchen. Ja toll. Wie gesagt, hier ist nichts. Wir können natürlich nochmal links umschauen. Die Hände wurden zerstört und es ist irgendein Siegel aktiviert worden bei der einen Tür, okay. Ich würde sagen, mega mysteriös. Oder kann das sein, dass es irgendwie hier drüben ist? Hier. Also hier haben wir das aktiviert, die Windmünze gefunden. Da ist er nichts. Könnte natürlich auch sein, ne? Weil das hier auch sehr interessant aussieht. Also das müsste auf jeden Fall ein Jägerversteck sein da drüben. Und ich renne nochmal schnell hier oben durch und porte mich. Ich glaube, wir haben mal die Wurzel da im Moment. Hier können wir uns nicht importen. Moment. Doch, hier ist ja die Wurzel, genau, können wir da gleich hin. Das kann ja nur dort sein dann an der Stelle. Na, und hier war beim letzten Part, hier ist er nicht. Außer hier vorne, man gleich sieht die Bocklins mit ihrer Mine hier. Ich renne mal schnell durch. Ja, es kann ja nur da drüben sein. Dann. Na, und hier war ja auch in der Ecke, okay. Dann würde ich sagen, porten wir uns einmal zur Wurzel. Wie gesagt, zumindest die Windmütze haben wir hier und das sieht wie so ein Versteck aus. Das heißt, einmal rüber und mal schnell dort schauen. Müsste dann ein weiterer Bauplan sein. Ja.
Ja, man sieht auch schon da unten, da fährt auch so ein Jäger rum. Okay. Also bekämpfen müssten wir sie jetzt nicht unbedingt. Und wieder so ein Laser hier. Ja, was hat er diesmal für ein Fahrzeug? Auf jeden Fall so ein Bike. Auch sehr cool. Ich muss immer wieder sagen, die Jägers haben echt sehr, sehr coole Bauten und so, ne? Das ist ja auch sehr cool. Ja, das müsste die Tür sein. Ja, Tatsache, das ist die Tür, die wir dadurch geöffnet haben. Dadurch, dass die Hände drüben auf der anderen Seite weg sind, okay? Somit großer Energiekristall und das muss ein Bauplan sein. Tatsache, ja, somit nächster Jägerbauplan, mega cool. Wäre dann die Dreifachkanone. Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Dreifachkanone, eigentlich sehr cool. Könnte man natürlich, wenn man jetzt ein Fahrzeug baut oder so, am Fahrzeug anbauen, ne? Eigentlich Highlight, muss man dazu sagen. Und ich würde sagen, erstmal kurz, wenn man irgendwo hier unten hin. Ich hatte irgendwie schon gesehen. Ja, passt aber. Hier stehen wir eigentlich sicher, ne? Ah, er hat mich gesehen. Okay, nicht gut. Lieber schnell weg. Ja, das heißt, das haben wir jetzt dadurch geredet, dass wir drüben bei der Windmütze die Hände. Dass sie dadurch, dass sie da weg sind, irgendwie. Ich meine, das könnte man wegfackeln. Muss nämlich da Moment. Also Donnerblume könnt ihr auch drauf schmeißen, ne? Lesen wir noch kurz die Notiz. Sonderbauteile sind hier unten zwar recht oft zu finden, an der Oberfläche sind sie jedoch ausgesprochen rar und kostbar. Nur das Dorf Taburasa stellt eine Ausnahme dar. Dort sollen viele der Teile vom Himmel fallen. Ob darunter auch Varianten sind, die wir noch gar nicht kennen. Wir müssen sofort einen Beobachtungstrupp losschicken. Was mag nur die Bewandtnis dafür sein, dass Taburasa so reich mit den kostbaren Stücken gesegnet ist? Sehr eigenartig. Ruhm Koga. Ja. Auch wieder sehr cool, aber die Notizen. Komme ich ja hier aufs Dach? Schauen wir mal. Ich könnte hier auch hoch, ne? Ja, somit, dadurch, dass die Hände, wie gesagt, rechts kaputt gegangen sind, beziehungsweise zerstört wurden von unseren Gefährten, haben wir hiermit auf jeden Fall auch diesen Bauplan bekommen. Also somit die Mütze, ja, plus Bauplan noch. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle, muss man kurz schauen, speichern wir einmal schnell. Würde ich natürlich sonst im nächsten Part weitermachen. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier die Windmütze und diesen wunderschönen Bauplan bekommen. Ich bin gespannt, wir haben auch so viel zu tun im Game. Aber ja, erstmal machen wir kurze Pause, würde ich sagen. Und ja, mal schauen. Vielleicht machen wir gleich weiter mit Zelda. Oder halt mit Golden Sun muss ich in der Pause überlegen. Auf jeden Fall, ja, kurze Pause und bis gleich dann.